Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Ultimate Team mit mir, dem Pierre. Ja, so, einmal, es tut mir leid, dass die Folge am Donnerstag nicht kam. Ich war krank, konnte kaum sprechen. Ich hol's jetzt nach. Anderes, noch ein Thema. Ich habe eben schon die Folge aufgenommen gehabt, zum Teil zumindest. Habe 5-0 geführt nach 20 Minuten. Was ist da mit EA los? Hab meine Verbindung verloren und hab das Spiel verloren. So, jetzt bin ich ein bisschen abgefuckt. Tut mir leid. Ja. Ich hatte 5-0 geführt und dann hatte ich auf einmal ein Standbild und dann wurden die Server unterbrochen von EA. Bin rausgeflogen und das Ziel hat natürlich als Niederlage gezählt. Natürlich, was auch sonst. Ja. Haben wir 5-0 gegen den Gegner geführt, den ich gespielt habe. 5-0, weißt du. Hab so richtig gut gespielt in dem Spiel. Und dann kommt sowas. Wie gesagt, Leute, ich bin nochmal zum Thema von, es tut mir leid, Leute, dass die Folge nicht gekommen ist am Donnerstag. Wie gesagt, ich war krank, ein bisschen, ich konnte kaum sprechen und dann macht das ja wenig Sinn, die aufzunehmen. Das habe ich auch mit alles abgeklärt natürlich. Deswegen kam am Donnerstag keine Folge. Ich versuche es jetzt heute noch am Samstag zu bringen. Krieg ich später noch Besuch, deswegen könnte es eventuell knapp werden. Deswegen hoffe ich jetzt natürlich, dass dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin wirklich ein bisschen gerade abgefuckt, weil ich habe das Spiel wirklich gewonnen und habe richtig, richtig gut gespielt. Weil du 5-0 gewonnen und dann bricht das Spiel zu den EA, bricht die Server ab zu den EA. Also, klar ich gerade. Dann bricht die Serververbindung ab zu EA. Was ja leider auch ziemlich häufig passiert und dann habe ich das Spiel dann natürlich direkt verloren. Und konnte dagegen natürlich auch nichts machen. Aber was willst du denn, weil was will man denn dagegen machen? Einfach scheiße, weil das war natürlich ein Foul. Natürlich. Natürlich war das ein Foul. Es fing so gut an. Ich habe 5-0 geführt nach 17 Minuten. Und dann passiert sowas. Und dann dachte ich, das liegt an mir, dass meine Eltern vielleicht den Router ausgemacht haben. Habe ich extra nachgefragt. War nicht der Fall. Gott sei Dank. Also was ist Gott sei Dank? Es ist beides scheiße. Von daher. Ist das auf jeden Fall beides ziemlich kacke. Boah, Mann, ey. Natürlich aber. Warte, mein Mikro kippt jetzt gerade um. Tut's nicht, okay. Eckstoß. Mal sehen, was man durch Ecken machen kann. Natürlich gar nichts. Okay. Wissen wir gleich Bescheid. Oh, natürlich kommt der Ball wieder nicht an. Aber das ist ja bei FIFA nicht ungewöhnlich, dass Pässe nicht ankommen. So. Jetzt mal seinen Spieler wegficken, um mal zu zeigen, wer hier der Dominante ist. Aus dem Spielfeld. Ich muss mich. Kriege, dann kann ich das Spiel gleich verlassen, weil dann verliere ich sowieso direkt. Also mega Binder, wenn man 5-0 führt, ja, und dann die Server abbrechen. Das habe ich mit irgendeinem Hacker, der Hurensohn. Hundertprozentig. Bei meinem Glück. Der Gegner hatte wirklich keine Chance. Der hatte null Chance. Gegen mich. Gerade. In dem Moment. In dem Spiel. Oh, macht er den Pass ordentlich mit dem Schnutte, ey. Mit dem Ball, du Lappen. Nice. Mann, ey. Doch, dieses Spiel ist. Das fuckt jetzt wieder ab, so ein Spiel, ey. Ich hätte diesen Sieg in dem letzten Spiel so gebraucht für mein. Erstens für mein Ego, zweitens.
Wäre einfach mega awesome gewesen, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, Alter. Ja, dann bist du wieder so eine Scheiße. Mein Spiel, du bist zu dumm, so einen Ball anzunehmen, ey. So. Geil. Boah, Alter. Sorry, aber das ist gerade ziemlich spannend, Alter. Ja, natürlich kriegt ihr den Ball easy. Alter, jetzt nimm mir noch den Ball ab, Mann. Mann! Kann nicht wahr sein. Jetzt krieg ich eine rote Karte. Ah, nur gelb, Gott sei Dank. Mann. Jetzt muss ich mich natürlich noch mehr anstrengen, weißt du, dieses. Boah, dieses eine. Oh, das regt mich so auf bei den Servern, Mann. Du bist so gut dabei, ey. Und dann verlierst du dieses Scheiß-Game. Wie oft ich diese Wichse schon gehabt habe in EA, bei EA. Millionen Mal habe ich das schon gehabt, die Scheiße. Dass die Spieler dann einfach nicht gezählt haben. Ja, geil. Boah, der Gegner fuckt so ab, Alter. So. Jetzt. Ja, jetzt leckt's natürlich. Ja, Alter, was ist denn hier gerade los, Mann? Scheiß Lags! Alter, ich kann mich kaum bewegen. Alter, das macht doch keinen Sinn, sowas, ey. Ja. Ich habe auch Köpfen gedrückt. Alter, Zeitsprünge, Lags, alles. Geil, ey. Bestimmt so ein kleiner Lag-Switch. Dieser Hurensohn. Natürlich kann. Geht dann doch easy an meinen Spieler vorbei, ey. Nein, nix da. Verpiss dich. Oh. Ja, der Spiel dabei soll doch nicht auf Ribéry oder so. Puh, ich sehe hier gerade echt kein. Ach ja, genau. Keine Chance. Wenn es so laggt, was willst du dagegen tun? Gegen solche Dreckslags, Mann. Reicht's mir, Alter. Costa spielt eh gerade nicht besonders gut. Kann man rausnehmen und kann Messi bringen, Mann. Das war nur eine Leihkarte, aber ich hab's einfach gekriegt. Ich weiß nicht, wieso ich ihn bekommen habe, aber ich hab ihn bekommen. Und dann nutze ich den jetzt auch. Ganz einfach. Ja. Das nenne ich mal Lags, Alter. Richtig awesome Lags, ey. Gegner, geh da einfach raus. Damit sind wir alle zufrieden. Die Lags hören auf. Ich gewinne das Spiel, du verlierst das Spiel. Haben wir beide was davon. So. Spielen wir nach hier oben. Und der Ball kommt natürlich nicht an. Wolltest du trotzdem bei mir, du Arschloch. Ja, der Pass kommt natürlich nicht an.
Und der Ball ist natürlich direkt weg. Ja, natürlich. Dreht sich nach innen. Oh, ich kann mich mal wehren dagegen. Nice, ey. Aber dagegen kann ich mich nicht wehren. Oh, du sollst was machen, Alter. Oh, Alter. Der fängt jeden meiner Bälle ab. So, Messi. Hat sich jetzt schon gelohnt, den einzuwechseln, ey. Mit seiner Schnelligkeit und seinem richtigen Timing loszulaufen, hat sich jetzt schon gelohnt, Mann. Allein für diese Ballannahme, für dieses Rennen und dann für dieses Tor. Oh. Das ist gut. Also das war einfach ein typisches FIFA-Tor, Mann. Was anderes war das gerade einfach nicht. Ah, fuck. Komm jetzt, go, go, go. Abseits. Jawohl. Aber weißt du, wie spät der Schiedsrichter pfeift, man? 100 Jahre später. Ungelogen, 100 Jahre. Voll behindert. Ja, das kommt aber natürlich nicht auf Messi an. Oh, schade, beinahe Vidal mit dem 2:0. So, jetzt kriegen wir langsam hier die Oberhand zum Spiel. Zum Spiel. Eine Überhand. Also wir kriegen ein bisschen mehr Spielanteile. Jetzt hab ich's. So. Jetzt wechseln wir nochmal aus. Ein bisschen taktisch. Thiago, der kann den Ball gut behaupten und Thomas Müller. Das reicht schon. Allein der Name Thomas Müller reicht schon. Um hier zu sagen, was Sache ist. What the fuck? Okay. Ja, das war. So ein Pass war mit zu rechnen. Aber auch damit, mein Freund. Oh, Lewandowski. Den kriegt Messi natürlich noch. Nein, das war so knapp. Boah, war das knapp. Leck mich am Arsch, war das knapp, Alter. Alter, komm schon. Messi. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Alter, ich kann nichts machen. Zeitsprünge. Alter. Ja. Da kannst du einfach nichts gegen tun, gegen sowas. Also einfach den Ball raus. Das kann man einfach nicht dagegen machen, ey. Als Messi hier wie eine Schlampe rennen lassen, ey. Alter, dieses Rumgeläge, Alter, geht so auf den Sack. Mann, dieses Rumgelegge. So kann man einfach nicht spielen, Mann. Unmöglich so zu spielen, ne?
So. 2-0. Boah, ey. Fehler vom Gegner. Lewandowski setzt sich schön durch, schießt und macht das Ding rein. Zum hoffentlichen Endstand. Wäre mir lieber. Einfach mal mit Messi überall durchlaufen, ey. Ah, damit hat er noch nicht einmal gerechnet. Oh, seitwärts hier. Schade. Das ist doch. Ah, Lewandowski. Schade, schade, schade. 86. Minute, so langsam, aber sicher. Kommt hier. So. Ah, schade. Fuck you. Ah, Ball ist im Aus. Lutscher. Und der Gegner wollte nochmal wechseln. Ja? Ah! Thiago! Was für eine Kombination, Mann. Richtig nice, Alter. Hier Götze, Lewandowski, Thiago, bam, Tor. Das nenne ich meine Kombination. 90. Minute, Mann. Das ist die Entscheidung gegen so einen Hurensohn. Der ja auch kein Ehrentor kriegt. Du kriegst dein Ehrentor nicht. Du kriegst dein Ehrentor nicht. So, Abpfiff. Puh. Da haben wir das Spiel gewonnen, Alter. 3-0. Mann. Das war ein knappes Ding. Sehr knappes Ding. Dan Howard war der beste Mann, ja, natürlich. Ja, so, wir haben jetzt 3 Punkte im zweiten Spiel. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.